Einen schönen guten Tag von meiner Seite. Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz zu den Vorgängen in der Türkei. Nach heftigen Angriffen auf die Pressefreiheit, Berufsverboten für kritische Wissenschaftlerinnen, in der Inhaftierung von Bürgermeisterinnen in kurdischen Städten und Gemeinden sind nun die Vorsitzenden, die Parteivorsitzenden und der Fraktionsvorsitzende der HDP-Partei inhaftiert worden. Das Erdogan-Regime holt also nun aus, wirklich zum grundlegenden Schlag gegen jegliche parlamentarische Opposition. Das, was Erdogan plant, ist eine Tyrannei der Mehrheit. Und wir als Linke haben in diesem Zusammenhang ganz klare Forderungen. Wir meinen, die Bundesregierung muss jetzt direkt und persönlich Stellung beziehen gegen die Inhaftierung der HDP-Abgeordneten. Und damit einhergehend muss der ohnehin dreckige EU-Türkei-Deal aufgekündigt werden. Drittens, die EU-Beitrittsverhandlungen müssen gestoppt werden. Die Bundeswehr in Incirlik ist sofort zurückzuziehen. Und wir meinen auch, es ist jetzt die Zeit für eine fraktionsübergreifende Resolution des Bundestages, in der man ganz klar die Verhaftung und Schikane gegenüber Abgeordneten der HDP kritisiert. Die Linke hat bereits am Wochenende Solidaritätsdemonstrationen mit den inhaftierten und bedrohten HDP-Genossinnen und Genossen unterstützt. Wir unterstützen auch die sehr kurzfristig einberufene Kundgebung, die heute 16 Uhr vor dem Bundestag stattfindet, unter dem Motto, es reicht, ganz klar. In dem Zusammenhang auch noch ein Wort zum Thema Visafreiheit. Wir sind generell für Reisefreiheit, aber in diesem Zusammenhang sagen wir, da die Visafreiheit als ein politischer Erfolg für Erdogan gilt, würde dafür so etwas nicht zum Nulltarif geben politisch, sondern es muss ganz klar verbunden werden mit der Forderung, dass Erdogan die sogenannten Antiterrorgesetze aufhebt und dass er das Ausreiseverbot für kritische Journalisten und Akademiker zurücknimmt. Zum Vorschlag von de Maizière, Geflüchtete, die mit Booten aufgefangen werden, sofort zurückzuschicken nach Tunesien oder Ägypten, sagen wir ganz klar, das wäre das Ende des Grundrechts auf Asyl. Das lehnen wir als Linke ab. Und ich finde, das zeigt auch, wie wenig Vertreter der schwarz-roten Bundesregierung aus dem Deal mit der Türkei gelernt haben, weil sie würden ja noch einmal mehr die Abhängigkeit von Despoten in anderen Ländern erhöhen. Das kann auf keinen Fall der Weg sein, den Humanisten gehen. Zu der Debatte über ein Einwanderungsgesetz. Wir als Linke werden uns mit den verschiedenen Vorschlägen, die es gibt, kritisch auseinandersetzen. Ich bin ganz bei dem Ansatz des Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, der sich sehr couragiert einsetzt für ein soziales Einwanderungskonzept. Und wir als Linke haben einige ganz zentrale Prämissen für ein Einwanderungskonzept. Erstens sagen wir, es darf keine Einschränkung des Grundrechts auf Asyl durch die Hintertür Einwanderungsgesetz geben. Zweitens sprechen wir uns klar gegen Nützlichkeitsrassismus aus. Also es ist nicht hinnehmbar, dass Einwanderung nur Menschen offen steht, die quasi mit einer besten Ausbildung und einem Flug per Business Class sich hier die Einreise leisten können, sondern Einwanderung muss Menschen mit verschiedenen Ausbildungsgraden und Einkommensgraden auch die Einreise und Einwanderung ermöglichen. Ein Einwanderungskonzept muss die Möglichkeit für Teilhabe schaffen und muss ganz klar einer Verteidigung der offenen Gesellschaft im Sinne auf einer sozialstaatlichen Grundlage dienen. Am Mittwoch in dieser Woche ist der 9. November, ein geschichtsträchtiges Datum. Da war zunächst der Matrosen- und Arbeiteraufstand, der zur Abdankung des Kaisers führte, die Reichspogromnacht und die Öffnung der Mauer. Wir sagen, der 9. November ist ein Tag der Erinnerung und ein Tag, der uns in ganz besonderer Weise mahnt, Demokratie und Weltoffenheit zu verteidigen. Zur UN-Klimakonferenz, die findet ja in Marrakesch statt. Rund 200 Länder beraten hier. Wir meinen, dass ein solches Klimaschutzabkommen wirklich ein historischer Fortschritt wäre. Aber wir stellen auch mit Erschrecken fest, dass die Bundesregierung hier den Klimaschutz, die Klimawende ausbremst. Und es droht, dass selbst das nationale Klimaschutzziel 20% weniger CO2-Emissionen bis 2020 zu verfehlen. Was es jetzt braucht, ist entschlossenes Handeln. Und wer Klimaschutzziele erreichen möchte, der kommt nicht vorbei an einer zügigen Energiewende und einer wirklichen Verkehrswende hin vom Autoverkehr, vom Lkw-Verkehr hin zu einer Stärkung des öffentlichen Verkehrs.
Personennahverkehrs und des Güterverkehrs auf der Schiene. Die Linke fordert ein Kohleausstiegsgesetz, ein Klimaschutzgesetz und ganz klar die Stärkung der umweltfreundlichen Verkehrsmittel. Und abschließend zum Thema Hartz IV. Sie wissen, das ist bei uns ein Dauerbrenner, weil auch immer wieder in diesem Bereich Verschlechterungen drohen bzw. neue Fakten hervorkommen. Erst aktuell ist bekannt geworden, dass durchschnittlich im Monat 7.100 Menschen gänzlich die Grundsicherung gestrichen wird infolge der Sanktionsparagraphen. Wir wissen inzwischen, dass diese Sanktionen besonders Menschen mit einem niedrigeren Bildungsstand treffen, Leute, die besonders arm dran sind. Hier reproduziert sich also eine Benachteiligung, die es ohnehin gibt. Das kann man sich auch im Alltag gut vorstellen, weil Leute, die in der Lage sind, ihre Interessen durchzusetzen, auch gegenüber Bürokratien, sind in der Regel eher Menschen, die einen gewissen Bildungshintergrund haben und es deswegen leichter fällt. Währenddessen Menschen, die besonders auf Unterstützung angewiesen sind, viel schneller oder weniger in der Lage sind, sich gegenüber Sozialbürokratien durchzusetzen. Und für uns als Linke gibt es deswegen nur eine Schlussfolgerung: Sanktionen verstoßen gegen das Grundrecht auf soziokulturelle Teilhabe und deswegen wollen wir sie sofort abschaffen. Wir streiten für eine sanktionsfreie Mindestsicherung in Höhe von 1.050 Euro. Vielen Dank.